Was ist das für ein Bonus? Bonus auf Steuerung 6. Mhm. Natürlich ist 20! Ich habe die Wand angedeckt. Nicht schlecht. Dafür müssen wir uns eigentlich noch was überlegen, ne? Wenn die natürlichen 20 gewürfelt werden, dass wir da vielleicht einen Sound bekommen oder so. Wir brauchen einfach recht Leben. Viele von diesen Konfettikanonen. Ja, oder so Konfettikanonen abfeuern. Okay, also vielleicht 26. 26, ja. Das heißt, du bist als letztes dran. Ja. Und beginnen tut das Raumschiff hier von mir aus unten links. Bitte? Dieses, genau. Und zwar. Vier Schiffe. Bewegt sich das so ein bisschen, das jetzt ein nach vorne, dann ein nach links. Dreht es sich dabei? Es dreht sich dabei, genau. Ja. Und dreht sich dann nochmal. Nur drehen? Ja. Und bleibt so stehen. Oje. Oh, oh. Oje. Als nächstes kommt das da hinten. Das hier? Genau. Ja. Das bewegt sich auch. Das dreht auch einmal. Wie also ein nach vorne ist? Nee, das braucht das nicht. Boah, wie viel können die maximal? So. Genau. Bewegt sich viermal. Ach, wissen wir nicht. Ja. Ne? Bewegt sich noch einmal. Dreht sich dann zum Schiff, genau, und bewegt sich noch einmal. Heidewitzka. Komplett umgedreht? Was? Wollt ihr einfach so drehen? Nur falls Zuschauer es nicht gesehen haben, das sind wir hier, die Lilanen. Genau. Ah, in der Mitte. Mit der lilanen Base. Genau. Schlimmer aus für uns. und die anderen beiden bewegen sich, das hier vorne bewegt sich einmal geradeaus nach vorne und. Nee, von mir, also für dich geradeaus. Und dreht sich dann zum euer Schiff und bewegt sich noch einmal. Und das andere bewegt sich drei nach vorne. Wir sind so umstellt. Noch ein nach vorne und dann auch auf das. Oh, in die Richtung. Genau. Ich glaube, Jado hat Bock. Genau, und jetzt kannst du dich mit Manövern oder sowas acht Felder bewegen. Verständnisfrage. Ich kann ja, weil gute Manöver kann ich ja so, ne? Genau. Aber ich kann nicht das. Genau. Achso, ich dachte, gut wäre erst ein Feld und dann kannst du dich drehen. Ja, das wäre das ja. Achso, und ich dachte, du musst mit Drehen auch immer bewegen. Sorry, dann habe ich nichts gesagt. Okay. Wichtig, die... Schusswinkel, ne? Ja, genau, die Reichweite. Die kurze Reichweite sind 5 Felder. Okay. Eure Laserkanone, die vorne geht. Und die lange Reichweite sind 15 Felder. Oh. Und wir, achso, wir wissen nicht, was die haben. Wohin kann der Geschützturm alles schießen? Komplett. 360, der kann überall hin. Aber ich würde echt sagen, dass wir noch die zweite Waffe gleich bemannen. Sonst wird das. Das sind viel zu viele. Also, ich sehe das doch richtig, dass das Sash eigentlich an dem Platz sitzt, genau. Der auch für die Kanone da ist. Ich bin doch an der Kanone. Genau, alles hat er mich doch hingeschickt. Ja. Ich habe zwar keinen Schimmer vom Tutor. Dass er da kurz das einmal genutzt hat, um seine Demos von uns vorzuspielen oder neue Kunden anzuwerben, da kann ja keiner mit. Oh. Okay, das ist ein Full-Buddy-Pilot. Buddy. Buddy. Okay, habe ich gemacht. Hast du gemacht, sehr gut. Das heißt, ihr seid jetzt. In einer sehr guten Position. In einer sehr guten Position. Jetzt kommen wir zur Geschützphase. Wer ist am Geschütz? Rakesh und Sash. Rakesh an den Torpedos. Sash. Ich bin am Laser. Am Laser. Kannst du mir einen Bonus geben? Laser-Ticket. Wusstet ihr, damals hat man mit Lasern CDs gelesen. What? Fassbar, ne? Und es gab auch diese Laserdisc früher. Das ist ja Flo, wie war das noch? Man hat pro Runde auch zweimal ESO einen Bonus, den man verteilen darf? Pro Schiff habt ihr zweimal einen +1-Bonus pro Runde. Pro Runde. Also jetzt könnt ihr die noch benutzen, weil keiner bis jetzt diese Boni benutzt hat. Genau. Ich claim den einfach mal. Ja. Also ich hole noch mehr Leistung aus meiner, vielleicht irgendwie so eine Zielvorrichtung. Da ist ein Auge zu. Der ist jede Runde neu, ne? Die genau. Okay. Und um jetzt anzugreifen, kann ich leider nicht meinen Grundangriffsbonus oder sowas benutzen, aber ich mache einen Wurf ebenfalls auf Steuerung. Tatsächlich kannst du doch deinen. Also ich weiß nicht, ob ich es. Ich habe beim letzten Mal nur mit meinem. Ich habe Steuerung. Genau, du kannst nämlich deinen Steuerungsrang nutzen oder deinen Grundangriffsbonus. Das kannst du dir aussuchen. Nur den Grundangriffsbonus oder wie, wenn ich einen Fernkampfwurf mache? Weil also für diesen Geschützwurf kannst du als Bonus entweder den Steuerungswurf nehmen oder den Steuerungsrang oder den Grundangriffsbonusrang. Ansonsten ist es genau wie. Genau, weil mein Grundangriffsbonus, der GAB, ist +1. Ja. Aber wenn ich jetzt einen Fernkampfangriff mache, ist es ja +3, weil Geschicklichkeit plus Grundangriffsbonus. Genau. Du darf ich also diese +3 verwenden? Oder muss ich meinen Steuerungswert nehmen? Warte, ich gucke noch mal schnell nach.
Ist überhaupt Hashtag, kein Problem. Hashtag vorbereitet. Um das, damit das funktioniert. Nachdem ich dieses geglückte Manöver gemacht habe, hebe ich die Hand zu Caleb und warte, dass er mich abklatscht. Und Caleb nimmt einfach wieder seinen Block hoch und dann dann schreibt sich wieder Dinge auf. Dann drehe ich mich zu Rakesh um, schnell wieder zu. Ich bin oben auf der Tour. Also, es ist 1W20 ja. Plus entweder dein Grundangriffsbonus oder die Fertigkeitsringe im Steuern plus dein Geschicklichkeitsmodifikator. Plus Boni durch Computersysteme, was du jetzt plus. Ah, okay. Okay, gut. Das heißt, ich nehme in diesem Fall. Kommt wahrscheinlich, wenn du bei beiden plus 1 hast, ist es egal. Nee, ich habe nichts auf Steuerung an Rängen. Okay. Dementsprechend nehme ich dann tatsächlich meinen Grundangriffsbonus und meinen GE-Bonus, das ist plus 3. Genau. Ne, weil ich kann einfach gut schießen. So, ich bin genau. Soldat. Und ich kriege einen weiteren Bonus durch unser Computersystem. Genau. Also Bonus von 4. Richtig. Und schieße. Und. Was für ein Typ Griffler bin ich? 12. 16. Ja, dann dürftest du einmal, deine Torpedos kommen gut an. Oh yes. Auf was hast du eigentlich geschossen? Okay. Ja, also da habe ich jetzt gar nicht nachgefragt. So, der ist halt wie so Sitting Duck mäßig, rotze ich einfach mit unseren Torpedos. Er ist so oben in deinem Turm und schreist. Ich notiere zu Rakesh, wir müssen noch über Reichweiten sprechen, das machen wir später. 2W8. 2W8. Ich habe 3 Milliarden Follower, das ist meine Reichweite. Oh. Ach, das war sehr schlecht. Das hat mir gefallen. 3 Schadenspunkte bei 2W8. Oh, ja, das tut mir unfassbar leid. Naja. Ich habe, glaube ich, diesmal mehr. Mir war es erstmal wichtig, den ersten Treffer überhaupt zu landen. Da ging es gar nicht um Damage. Mhm. Also, ich habe einfach First Blood mitten reingeschossen. Ganz genau. Ja, das war auch schon dann die erste Runde. Nee, Dirk kann ich auch noch Dirk, schießen. Stimmt, oder? Dirk darf auch noch schießen, wenn er möchte. Ich bin nämlich mit einer Hand am Joystick, mit der anderen habe ich so eine Dose und schlürfe an meinem Strohhalm. Für mich? Also, ich habe irgendwie. Ein Steuerungswurf wäre für mich auch eine Option, oder? Wenn du einen Rang auf Steuerung hast? Nee, nicht. Nee, dann nicht. Okay, dann kann ich nur, das Einzige, was ich habe, ist ein Plus in Geschicklichkeit. Ja. Das Einzige, was mir hier hilft. Genau. Kein Grundangriffsbonus. Aber du könntest nichts. Auch noch den zweiten Bonus vom Computer nehmen. Genau. Da habt ihr jede Runde. Den haben wir noch übrig. Dann nehme ich den. Ja. Also plus 2 auf das, was du jetzt würfelst mit dem W20. Plus 2. Hat der alleine plus 2 oder hat der plus 1? Der Computer gibt dir plus 1. Okay, da habe ich insgesamt plus 2. Genau. Eine 11? 19, 11. Die Laser scheinen die nicht, du hast sie nicht vernünftig gezielt. Die kommen nicht durch die durch Rüstung durch. Ja, du willst ja eh eigentlich mit denen reden. So ein Herr, ich mein's gar ernst. Du hast die Laser im Beat deines letzten Hits abgeschossen. Ja, ich könnte an der Stelle natürlich, also ich könnte ja einen einschüchternden Wurf machen und denen sagen, das war nur ein Warnschuss. Nochmal durchs Kommunikationssystem, geht das? Dadurch, dass Buddy in dieser Runde schon einen Kapitäns-Move gemacht hat, ja. Geht das nicht, da er. Ich habe ja Martin nicht gebufft. Oder was meinst du? Was habe ich gemacht? In der Steuerung wolltest du ihn doch buffen, oder? Aber habe ich nicht gemacht. Hast du nicht? Habe ich nicht gemacht. Achso, weil der Kapitän kann. Es ist immer ein Kapitän. Es können nicht mehrere Leute die Kapitäns-Moves machen. Aha, das wäre ein Kapitäns-Move. Genau, das wäre ein. Dann mache ich das nicht. Also ich habe ja nichts gemacht als Kapitän, das heißt momentan könnte er den Kapitän zum Glück machen. Oder wäre er dann für den Rest auch Kapitän? Dann wäre er für den Rest auch Kapitän. Achso, okay, weil ich kann sonst nicht viel bieten, außer dass ich mal als Kapitän was buffe. Darum wäre es, dann sonst sitze ich da und... Aber das wissen wir noch nicht, wie talentiert er am Geschütz. Also mich jetzt zum Kapitän. Ich meine, das war jetzt sozusagen also out of character gesprochen, genau. Einfach zu sagen, du kannst das natürlich machen, aber dann... Ich glaube, du würdest mir die Kapitänsrolle aber erstmal nicht geben. Ja, genau. Das ist richtig. Es muss einiges passieren, bevor ich dir sozusagen eine Führungsposition gebe. Aber ich ziehe meinen Vorschlag also kleinlaut wieder zurück. Okay. So, jetzt wieder Kapitänsphase, oder? Nee, die Gegnerschiffe wollen ja auch noch schießen. Die kommen aber gar nicht ans ran, oder? Also der ist genau, falsch und die sind alle raus. Die sind alle raus. Gut. Deswegen gehen wir jetzt direkt wieder zum Beginn der nächsten Runde. Die Ingenieurphase. Ist da irgendwas Relevantes, was jemand von uns machen kann? Wir haben ja noch keinen Schaden. Muss man nachladen oder sowas? Nee, das muss man nicht. Okay. Das ist ja Laser. Ja, die Torpedos meine ich. Ja. Nee, auch nicht. Soft Science Fiction. Genau. Schön Philip K. Dick sein. Vollautomatik. Vollautomatik. Ja. Ihr habt 50 Schuss.
und danach am Schluss. Möchte was machen? Achso, also wir haben begrenzte Torpedos. Ja, ich habe jetzt habe ich es gesagt, ja. Ist ja. Kann ich? Soll ich? Ich meine, du bist ja wirklich ein fähiger Pilot. Soll ich vielleicht sonst bei den Schützen jemanden buffen? Ja, ja, genau. Also spannend. Also ich könnte jetzt also einen Kapitänswurf machen, um Sash einen Vorteil zu geben. Ja, dann mach das mal. Das kannst du dann gleich machen. Genau. Das mache ich dann gleich. Du sagst mir wann. Sobald er quasi seinen Wurf machen. Achso, das mache ich dann direkt. Okay. Genau. Also jetzt Pilotenphase. Jetzt ist die Pilotenphase wieder, ja. Achtung, machst du wieder. Natürlich 20, gefolgt von 14. Nice. Plus, es waren 6. Ja, 20 ist gut. 20 ist gut. Top Wert. Mhm. Ja, Pilot. Top Frisur. Beginnen tut wieder der von mir aus unten links. Der da? Genau, der bewegt sich so. 5 nach vorne. Ich verschaffe mir die Piloten über. Okay. Dreht sich zu euch. Mhm. Und bewegt sich nochmal um einen. Hada. Genau. Dann als nächstes ist der unten rechts von mir dran. Genau. Der bewegt sich einfach geradeaus. Einen nach links. Geschwader. Genau, und der bleibt da. Okay. Für nach links muss er sich einmal gedreht haben. Ne? Genau, und der dreht sich dann wieder zurück. Achso, dreht sich dann wieder zurück, alles klar. Das kann die, weil Manöver. Ja, das kann die. Beim Manöver perfekt können die das. Achso, ja. Also haben wir jetzt schon ermittelt, die haben perfekt. Perfekt. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht sogar. Genau, als nächstes ist der dran, wo du gerade deinen Finger hast. Ja. Der reiht sich daneben ein. So? Genau. Oh je. Gott. Und der andere. Den haben wir ja getroffen. Wie sieht der übrigens aus nach dem Treffer? Ich weiß nicht, ich habe nicht gut gewürfelt beim Schaden, aber. Der sieht noch nicht kritisch aus. Das wird ewig dauern, Leute. Genau. Sind alle geflogen? Der bewegt sich hinter euch. What? Also quasi so. Genau. Wie das denn? 1, 2, 3, 4, 5, da genau. Und dreht sich. Ja, kann er. Okay. Er macht. Also wir haben 8, ja? Ihr habt 8, ja. Und du musst dich immer einmal bewegen, bevor du dich um ein Dings drehen darfst. Alle sehen, wie Marci jetzt Schach spielt übrigens. Wie viel waren das? 6 Mann. Gesundheit! Gesundheit! Oh. Alter! Okay. Entschuldigung. Willst du nicht noch einen? Wohin? Ich hätte jetzt hier gesagt. Aber ich will ja, dass die Frontalgeschütze auch noch treffen. Ah, okay. Also die gehen jetzt aber gerade vorbei. Hä? Also ich glaube, du kannst dich gar nicht mehr so drehen, also dass du. Weil du so genau stehen würdest, kannst du nur noch da. Du könntest. Ich habe jetzt. Nee, nicht. ich stand doch hier, oder nicht? Nee. Hier? Stand, nee, hier. Da stand du, genau. Dass ich dann den nach da bewege. Ja, aber ne? Aber du hättest auch weiter nach außen fliegen können. Und dann so machen. Dann geht's, ja. Das geht. Okay. Ja. Okay, gut. Ja, dann geht's. So stand ich doch. Das. Kann man ineinander reinfliegen? Man kann auch kollidieren, ja. Achso, ja. Man kann ran. Ja. Überleg dir das gut, das Schiff ist nagelneu. Ja, ja, ey. Das heißt genau, Schützen ist fast direkt an dem anderen. Schützenphase ist jetzt wieder. Erstmal Rakesh. Ja. Ich will mir wieder den Schiffsbonus nehmen, wenn das okay ist. Bonus von 4. Oh, 18 im Becher. 22. Ja. Alter, Rakesh kann's. Das ist der Titel deiner Autobahn. Aber jetzt 18 im Becher. Ach, die Frage ist, macht er mir jetzt 3 Schaden dieses Mal? 6. Jawohl. 7, 13 Damage. 10 mehr. Ja, jetzt lache ich richtig laut. Nimm das! Nimm das! Auf welchen hast du ich male ein Bienchen hinter Rakesh. Auf welchen hast du denn geschossen? Auf den gelben direkt vor mir. Okay. Den Rakesh ist also so ein cool Wasser da vor der Nase, das kriegt er auch. Ah, geil. Ich danke dir, kleiner Dank. Ich hatte auch oben richtig Spaß in dem Turm. Ich höre dich schreien und guck so bedächtig in oben, wo dein Turm ist. Und das Coole ist in dieser Geschützphase, der Damage wird jetzt Flohträgers Verein, genau. Aber noch wird das nicht ausgewürfelt. Die Projektile sind jetzt alle erstmal unterwegs. Mhm. Genau, und die schlagen dann gleich alle gleichzeitig ein. Das heißt, wenn wir zum Beispiel genau. Mit dem Raumschiff voreinander stehen und schießen und er auch schießt und wir ihn potenziell killen würden, kommt trotzdem noch sein Laser an. Genau, das heißt, es könnte auch so ein Doppelkill passieren, theoretisch. Ja. Wo dann beide einfach zerstört werden. Mhm. Genau, jetzt wäre das zweite Geschütz noch dran. Das heißt, jetzt würde ich meine Kapitänsaktion machen. Genau. Müsstest auf 20? Auf Steuerung 10 machen. Und der andere Buff ist ja auch noch frei, ne? Oder ist es der Becher? Warte, ich guck den Becher. Ich guck einmal schnell nach.
ermutigen, ja. Aber wir haben trotzdem noch einen Buff noch übrig, ne? Und einen Buff haben wir auch noch übrig, genau. Also ich würfel auf Steuerung, ich habe zwei Ringe, also habe ich... Also zwei... durch Attribut habe ich plus zwei. Genau. Du musst eine 10 schaffen. Also eine 8. Ich habe 14. Ja, das heißt... Ich habe plus 2. Serge kriegt plus 2 nochmal dazu. Und du kannst dir noch wen geben. Ich habe einen Shift-Bonus für einen. Ein, das heißt plus 3, plus dein 1, also plus 4. Das bist du so gut wie ich. Er hat keine Ahnung, was er macht und tötet jetzt irgendwas. Oh, natürlich ich bin, 19. Ich bin aber gespannt, wie Sesh damit klarkommt, wenn er tatsächlich jemanden tötet. Ja, 23. Ja, das ist mir noch ein Punkt. Jetzt darfst du mit 2W4 den Schaden auswürfeln. 2 vierseitigen. Das kannst du gleich den nächsten noch dazu nehmen. Achso, hab ich zwei. Ja. Okay, ja. Wieso hast du zwei? Ja, keinen. Ich habe auch einen, aber dann hattest du einen Misprint tatsächlich dabei, weil ich habe allen Spielern hier Würfelsets besorgt und offensichtlich war Dirk jemand, der 2W4 in seinem Ding hatte. Kann man ja direkt gebrauchen. Dirk ist der neue Damage-Stil. Zack und sieben Schaden. Ja, das auch auf den Dude natürlich. Ja, natürlich. Boah, der ist gleich hin. Sind die denn dann Heiler beide oder ist da einer von... Auf einem ist 1, 2, 3 Honk. Und wir hören es auch. Und die anderen können nicht schießen, das heißt, wir können jetzt den Schaden quasi aufteilen. Und dieses Schiff ist getroffen und ihr trefft es so gut und es explodiert. Gott, was wird umgebracht? Die Druckwelle. Boah. Krasses Bumm. Ich weiß noch so der Explosion aus ein bisschen. Die Teile, die uns explodieren. Yeah! Ja, Mann! So, mein Kopf kommt und raus. Sash! Und ich öffne den internen Com und jubel einmal so richtig für alle. Guter Schuss, Junge, aber werd nicht übermütig. Don't get cocky. Okay. Voll Laser, wie ich abgehe. Ingenieurphase ist jetzt wieder. Ihr wollt wahrscheinlich wieder nichts machen oder versuchen. Wir können die Leute. Der Einzige, der mit Ring auf Ingenieur hat, ist auch unser Pilot gleichzeitig. Na, okay. Ist ein bisschen ärgerlich. Gut, das heißt, wir kommen wieder in die Steuerphase. Was, sie macht das echt gut. Toll, toll, toll. Don't jinx it. Was war das mit dem 9? Dann darfst du dich auch direkt einmal bewegen. Shit. Das ist der schlechteste. Alter, oh no. 9 habe ich jetzt, ne? Also 8 Dinger. Genau. Oh, Jesus. Ein mächtiger Ballerboom. Vielleicht ist das weit von weg, dann das sehen. Die können sich ja warte mal, Manöver noch mal ganz kurz checken. Ja, da muss ich noch mal so einen Kontrollwurf machen, ob ich das kann, ne? Genau. Ich würde gerne eine Kehrtwende probieren. Okay. Aber dann stehe ich, ne? Dann kann ich nicht noch mal was fliegen. Kehrtwende ist halbe Bewegungsrate. Genau, du bewegst dich die halbe Bewegungsrate 40, nach vorne. 4 Felder dann. Ja, aber dann stehe ich, dann habe ich nicht noch was. Und dann stehst du. Dann mache ich das vielleicht doch nicht. Und du musst auch gucken, du 4 Felder vor dir ist das gegnerische Raumschiff. Ach so, ah ja, okay. Ramin. Ich stand ja so, genau. Richtig. Okay, nee, dann geht das nicht alles. In die Höhle des Löwen, würde ich sagen. 4, okay. Oh, Jesus. Ich guck so links, guck so rechts. Machst du die Schalle runter von dem. Das Schiff macht immer so. Die beiden hinter euch nehmen euch, genau, die bewegen sich hinter euch. Also. Und zwar, ach shit, das können wir. So? Nico ja und der andere bewegt sich einen nach links weiter. Nach links. Genau, und dann auf euch zeigen. So. Ach, das ist krass, dass die zurück können. Gott sei Dank haben wir 360 Grad Raketenwerfer. Ja, ja. Und der andere, der bewegt sich weiter neben den anderen. Also, ja, aber ja, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kann man hin? Genau da. Aber kann er nicht abschießen. Jetzt zielt er gerade auf eine Ecke. Er müsste also, wenn er schießen, ups. Also, genau. Wir müssen ja da stehen. Ja, dann das. Okay. Genau. Und jetzt kommen wir nämlich zu der spannenden Geschützphase. Mhm. Dass wir zurück können. Das weiß ich nicht mehr. Das heißt. Fangt nicht mal jemand an? Genau, ihr könnt schießen und ihr müsst euch erstmal kurz sagen, also auf welche. Also, ihr im Grunde Rakesh kann nur schießen. Also, ich habe dem hier, glaube ich, schon 3 Damage reingedrückt. Ja. Das heißt, ich würde wieder auf den schießen, ja, in der Hoffnung, jetzt mit einem guten Treffer potenziell wenigstens wieder einen wegzublasen. Der Kapitän bufft dich bestimmt. Und ich würde alle Buffs nehmen, die gehen. Ja, also, ich will mir wieder den Schussbuff nehmen. Kapitän bufft. Kommen wir jetzt hier bei den 17. Jo. Also, ja. Dann habe ich einen 6er Bonus. Jetzt. Ja.
Genau, was habt ihr für eine Rüstungsklasse? Also da hast du deinen Steuerungsrang, das ist der Steuerungsrang. Oh, der kommt auch noch rein. Der kommt auch noch dazu. So, was mit dem Schiff? Meiner? Bonus? Achso, wolltest du hier von beide nehmen? Nee, das kann man einnehmen. Okay, genau. Also einen. Da wärst du schon bei 18, 7 jetzt, ne? Nee, ich hab selber nur 3. Ach, ich dachte, du hast 4. Nee, ich hab den einen immer genommen. deswegen hatte ich immer 4. Wie, ganz kurz, wie verhält sich das mit? Also ich weiß, bei Age of Empire war das irgendwie so, dass ich Schadensverhältnisse, das, was man zum Beispiel mit einer Waffe gegen eine Person ausrichtet, ist ungefähr ein Zehntel von dem, was Schiffe gegeneinander ausrichten. Ist es in irgendeiner Form überhaupt greifbar zu sagen, man greift mit was anderem an, als mit den Geschützen auf dem Schiff? Also es wird tatsächlich einmal kurz drauf eingegangen und da wird gesagt, so, wenn ein Schiff auf einen Menschen schießt, sollte man das nicht als Waffe rechnen, sondern als Naturkatastrophe. Und umgekehrt wahrscheinlich und gar nicht. Genau, das okay. ist krass. Nee, nur ja, okay, ist gut zu wissen. Plus 6. 18 im Becher. Das zweite Mal. Leute, I'm on fire. Das ist ein direkter Treffer von mir wieder. Auf den hab ich nicht geschossen. Auf den, den ich schon verletzt habe. Genau, dann darfst du auch einmal schaden. 2 W8. 7 und 7, 14. Sehr gut, ey. Wow, Alter. Gott, wenn ich in unserem Pen & Paper nur so würfeln würde. Und okay, das fliegt auf ihn zu, man sieht so eine Schweißperle über den Piloten. Was weißt du denn? 14. Über die Mäusekopf. Über den Mäusekopf. Und ihr merkt aber, wie eure Schilde im Steuerbordbereich auch getroffen werden. Und zwar 7 Schaden gehen auf den Schild. Alter! Haben wir noch 3. Fuck this. Das ist ja. Ja, ja, Radiergummi immer zur Hand. Und du merkst jetzt, was für Dinge du noch brauchst, ne? Für welche Radiergummi? Schmierzelle. Okay, Schilde. Aber ich gebe dir das für die Schilde. Dann kannst du immer die Zahl hinlegen, wie viele sie gerade haben. Oh, achso. Oh, ja. Ja. Warte, ich mach das mal so, das für alle sichtbar, weil ihr habt ja auch Monitore bei euch. Ja. So viele Zahlen drauf, scheiße. Das sind die 3, Alter. Da. Im Steuerbordbereich, sagst du, Flo. Das heißt, gehe ich dann recht in der Annahme, dass der Backbordschütze daneben geschossen hat? Die beiden haben daneben geschossen. Ach, die beiden sogar, ja. Genau. Puh. Und der andere hat getroffen. Und meine Schüsse? Die haben sehr gut getroffen und du siehst, dass das Raumschiff noch nicht explodiert, aber scheinbar irgendwas da drinnen explodiert und die Maus, eine brennende Maus läuft. Tschüss, komm. Ja! und um einmal an einen Star Wars, um an Star Wars zu erinnern, selbst an R2-D2 würde gerade in Panik ausbrechen. Auf diesen Jäger. Genau, aber es kann noch so halb fliegen. Du hast nichts zum Schießen? Nee, komm, glaube ich, bin nicht in Reichweite. Hier lang würde der Schuss gehen. Ich bin leider nicht im Winkel. Könntest du jetzt vielleicht den hier, den wir heftig getroffen haben, vielleicht einschüchtern oder Sech, so? Sech, dass er sich verpisst. Sech guckt so auf seinen Monitor, sieht, dass er nicht im Schuss wegen hat. Ich hab dich eben als Kapitän gebufft. Ich kann doch jetzt, ach, oder habe ich 2 Kapitänsaktionen? Ja. Achso, scheiße, du hast mich gebufft. Ich hab's gebufft. Nee, okay. Sorry. Ja. Also, wichtig ist auch, es gibt übrigens auch kritische Schäden, kritische Treffer. Ja, natürliche 20. Natürliche 20, genau. Dann wird der Schaden verdoppelt. Gibt es? Ah, das hatten wir ja beim ersten, ne? Genau. Gibt es, wie bei Pathfinder, bei manchen Waffen eine Crit-Range, die höher geht, also 18 bis 20 zum Beispiel, bei einem Säbel oder so ist das ja? Bei Raumschiffen habe ich das jetzt noch nicht gesehen. Okay, also natürliche 20. Was passiert bei der natürlichen 1, vor der wir uns alle so fürchten? Wir reden nicht über die natürliche 1. Wir reden nicht über die natürliche 1. Nicht seit dem Zwischenfall. Du sollst auch nicht über den Zwischenfall andeuten. Okay, wir wollen nichts empfangen, natürlich. Genau, okay. Alles klar. Nächste Mal. Genau, du könntest jetzt als. Erstmal, ach so, in Ingenieursphase. Ne? Genau, du könntest jetzt versuchen, die Schilde umzuleiten. Ich jetzt? Und Sash fliegt. Beziehungsweise, das kannst du machen. Kann ich das mit den Schilden versuchen? Weil ich habe auch ein bisschen Steuerung. Ja, dann. Oder also das würde dann Marcy die Möglichkeit geben zu fliegen. Das wäre tatsächlich ein Technikwurf, falls jemand Technik hat. Leider nicht. Technik habe ich nicht. Ich habe Technik. Ja, aber heißt das dann, dass er denn in der Pilotenphase nicht fliegen kann? Hast du Technik? Ich habe es angekreuzt, aber keinen Rang. Okay, das heißt, du kannst Gesangstechnik lernen. Genau. Er müsste quasi aufhören zu fliegen oder jemand anders müsste kurzzeitig den Pilotensitz übernehmen, damit er das machen kann. Noch geht's ja. Also den gebe ich nicht her, den Piloten jetzt. Aber ich würde sagen, wir buffen jetzt die zwei. Aber selbst ein Han Solo lässt den Chewie fliegen, wenn Sachen repariert werden. Gehen wir in die Flugzeuge. Willst du dir einen der Boni nehmen?
Nehmen wir einen Boni. Plus 1. Plus 1? Okay. Ist ja grade, ich mach das mal. Hast du gerade nicht so toll geflogen. Das ist jetzt ein Plus. So. Also auf mein Ergebnis halt plus 1 jetzt, oder was? Heißt das? Ja. Kann ich schon? Ja. Du kannst. 10. 10. Also natürlich habe ich dann, also die 10 plus die 6 plus 7, 17 dann, ne? Mhm. Das ist okay. Das könnte ja sogar reichen. Kann man mitarbeiten. Ja. Qualmt unser Schiff? Noch nicht. No, noch nicht. Beginnen tut das Schiff zu Nikos Seite. Das hier. Genau. Mhm. Wo fliegt es denn? Das fliegt. Fliegt es überhaupt? Ja. Das unsere Röhre hat auf jeden Fall schon Schaden genommen. Die Röhre hat Schaden genommen, ja. Das die Schilde symbolisiert sind, auch gerade ein bisschen das Chaos. Die Röhre symbolisiert die Schilde. Okay, Flo, ja. Wo steht das fliegt auf die andere Seite. Das fliegt quasi an euch vorbei. Hier hin. Und zwölf. Und genau. Und dann, dass euch. Auf euch zugedingst ist. So, jetzt guckt es auf die Ecke, es muss ja auf eine Gerade gucken. Genau, und auf eine Gerade. Als nächstes ist das bereits Beschädigte direkt neben euch dran. Mhm. Das bewegt sich ein Feld nach vorne. Also. Genau, und ist am Rauchen. Oh. Ja, es raucht schon gut. Ja. Genau. Und dann? Und als nächstes das untere dran. Und das bewegt, oh, Massi, wieder am besten gewürfelt. Das bewegt sich hinter euch. Drei also drei Felder. Ja, ich bin stolz. Genau da. Jado Corrin. Jado fucking Corrin. Den Namen hättet ihr noch. Das okay, Jado, dann fliegt man schön. Ja, dann bringen wir uns beide mal wieder ins Spiel hier. Da ist ein Problem, welches ist. Jetzt gibt's aber den K-Turn. Oh, wow. Jado Corrin. Das ist ein rotes Manöver. Das bedeutet, das muss ich nochmal würfeln jetzt, oder wie? Ja, das genau. Was willst du, die Kehrtwende oder die? Genau. Den Rückwärtsschub. Genau, die Kehrtwende, die Kehrtwende. Da musst du eine 17 schaffen. Eine 17. Mit dem W20, ja? Mit dem W20. Möglichst ohne Risiko. Bonus. 17 ist aber heftig. Habe ich einen Bonus? Du kannst den. Ja, plus 6. Soll ich plus 6? Hier. Genau, den Steuerungs. Kapitänsbonus. Ja, das kannst du machen. Mit 10. 16. Also plus 8 hast du. Dann hast du einen 9 im Becher. Genau. Willst du den auch noch nehmen? Nee, den hat er noch. Nee, nehme ich nicht noch. Okay. Nimm den nicht noch. So 9 im Becher und? 8 im Becher. Hätte ihn genommen. Das heißt, du bewegst dich jetzt mit der Hälfte der Bewegungsrate geradeaus. 4 einfach. 4. Und bleibst dann da stehen. Super toll. Also, da das ist noch neu alles. Und deswegen gehen die Triebwerke noch nicht so, wie ich es. Aber ganz ehrlich, du hast verdammt Glück gehabt. Warum? Weil die auch eine kurze Reichweite haben. Ach so, ja. So, weil sie Jäger also, sind. Also, safe wusste ich, dass ich da aus der Reichweite bin und dass die anderen woanders hingucken. Aber mit der Kate-Wende hätte ich dann auch noch. Genau. Sehr schön den Schuss geben können. Ich versuche ein bisschen. Ja. Also ich nehme den letzten wieder. Ich versuche so ein bisschen Übersicht zu schaffen. Ja. Auf dem Schlachtfeld, indem ich den hart angeschlagenen jetzt nochmal abschieße. Ja. Potenziell. Haha. Potenziell. Haha. Vernichte. 4er Bonus. 19 im Becher. Unfassbar. Was ist hier los? Wir wissen, dass Nico nicht derjenige ist, der schlecht würfelt. Also heute nicht. 2. Und 7, 9 Schaden. Das wird wohl reichen. Das dürfte es gewesen sein. Das ist es gewesen, ja. Wir kommen ja auch schon in die Schadensphase. Und wieder Rakesh. Genau. Yeah! Fliegt aber weiter. Stirb dir, scheiß Mäuse! Egal, aus welcher Position, ich mache euch alle fertig. Ja, los, mach schwieriger, stell mich auf den Kopf. Er wird immer höflich. Ich merke, neues Vertrauen keimt den Rakesh auf. Genau, neues Vertrauen. Über die Fähigkeiten von Jado. Ja, es ist auch eine seiner Eigenschaften. Er ist halt ein guter Pilot. Das habe ich hier aufgeschrieben. Menschlich falsch. Mhm. Er ist sogar Mensch, aber er ist ein guter Pilot. Ich bin überhaupt nicht falsch. Genau, und jetzt wäre wieder die Ingenieursphase. Das heißt, Kompetenz und Kampfkraft überzeugt ihn unabhängig des Charakters. Hast aber Glück gehabt. Achso, kriegst du die Bonuspunkte bei dir, oder was? Ja, wenn du jetzt gut fliegst, findet er das gut. Leute, ich habe echt Schweißrennen. Hat jemand Deo? Jado wirft über Bogen Sash eine Deo-Flasche zu. Natürlich. Ich fange sie hier. Das ist ein Fernkampfangriff. Genau. So. Gut. Pilotenprobe hier. Becher in die Mitte. Genau.
Ihr wollt ja weiterhin Ingenieur, oder der Ingenieur fliegt ja weiterhin. Ich versuche ja, vielleicht nochmal einen K-Turn. Das bedeutet, da würde ich dann gerne einen Bonus bekommen. Heißt es beim... Achso, ja. Warum denn nochmal einen K-Turn? Ja, weil ich den Schusswinkel haben will. Und so würde die Drehung ewig dauern, oder nicht? Ja, aber das ist doch völlig okay. Wir haben noch voll Zeit. Es wird nicht erstmal gewürfelt? Genau, erstmal ist ja die Reihe. Wer zuerst da? Ja. Hast du... Ja, das habe ich nicht genommen. Habe ich nicht genommen. 15. 9, 5, 15. Und so, schützt den Kopf. Und was los? Kopf. Zuerst ist. nächstes Mal wieder bei Pathfinder. Starfinder. Nein. Okay. Pathfinder. Unser Schiffplatz, es fliegt von der Kasse runter. Wir spielen das Wachen der Runenherrscher in der Jubiläumsausgabe. Nächstes Mal schon wieder Mau Mau. Ja. Die, das unterste bewegt sich. Mhm. Und zwar bewegt sich das quasi gerade hoch, also zu dir hoch, also von mir aus gerade hoch. Irgendwie so, dass es dann von der Seite auf euch. So? Noch ein Stück, einen weiter? So? Genau, dass es auf euch schießt. Der muss schon aber gerade. Und dann den da oben, noch einen weiter hoch? So, ja. Dann wird aber einfach weitergelaufen, aber ich kann es nicht. Kann er nur 6 oder nicht? Da kann er aber euch treffen. Ach, auch? Ich glaube ja nicht. Oder konnten wir der gelbe 8? Konnten 6 und 8 oder beide 8? Die können 12. 12. Oh, okay. Ihr könnt 8. Ja, 12. Wir haben eine krass. Was da hab ich, ja, ich dachte, die können nur 6, deswegen ich habe ein ganz anderes Manöver. Die können nur 6. Ja. Ah, okay. Und das bewegt sich hinter euch. Was, Alter? Bist schon wieder. Genau da. Ah, nee, direkt hinter euch diesmal. Ja, zum K-Turn, oder? Nee. Ach, genau. Jetzt bist du dran und du kannst versuchen, einen K-Turn zu machen. Das Einzige, was überhaupt keinen Sinn macht. Ja. Also überhaupt keinen Sinn macht das nicht. Dann haben wir sind wir in einem Feuerwinkel. Aber ja, aber dann rammen wir auch in das andere Schiff rein. Wir werden uns einfach um die Kurve fliegen. Wo das denn? Wir fliegen doch gerade auf. Genau, du kannst 8 Felder machen. Ja, ich weiß, aber warum würde K-Turn überhaupt keinen Sinn machen? Das macht auch außer mir nicht der Pilot. Und ja, mach's sagen. Doch ich schlag doch was vor. Dein System da zu checken und überleg mal, warum du nicht schießt die ganze Zeit. Das Buch bitte. So. Dinge fahren raus. Lerne sehr schnell. Die Frage ist, wo ist das Nerdstar-Buch? Das ist, glaube ich, bei Nico. Bei Nico? Das Grundregelwerk? Das andere Regelwerk? Ich habe das Grundregelwerk nicht in der Hand. Achso, ich dachte, sorry. Nein. Ah. Guck mal bitte vor deinen Füßen nicht eine Visitenkarte, das war ein Lesezeichen. Ja. Ich brauche die Visitenkarte wieder. Das Lesezeichen finde ich schon, aber. Danke. Soll ich auch den Namen laut vorlesen? Habe ich jetzt eine Kurve? Das ist nämlich ein Pilot, der da drauf steht. Möglich war das. Einzige Problem ist, dass du jetzt, wenn wir jetzt das nächste Mal zuerst fliegen, fliegen wir dann rein. Nö, ich kann doch mehr als eins fliegen. Naja, wir werden das. Achso, man fliegt aber nicht zuerst. Nee, nur wenn man an welchen Stelle okay. Kommt, ja? Naja, es gibt, es gibt ja das Manöver Vorbeiflug. Da kannst du das durch das Feld aber durchfliegen, das ist dann ohne zu. Genau. Ah, ja. Ja, ja. Okay, also jetzt sind wir erstmal auf dieser Position. Was hervorragend ist, weil Dirk und ich können beide schießen. Genau. Es gibt noch ein anderes Manöver für den Kapitän, da könnte Dirk noch einen höheren Bonus bekommen, ne? Das hast du auch bei mir gemacht. Ja, das kann man noch machen. Genau, das kannst du nur einmal pro. Das war das mit dem Charakter. Das kann man einmal im Kampf pro Charakter machen. Mhm. Und an sich kann der Kapitän einen Bonus quasi pro Runde geben. Ja. Und dieses einmal pro kannst du ihn quasi anschreien. Bei dem? Ja. Dass er. Du kannst ihm plus 4 Bonus geben. Wenn ich dich anschreie? Genau. Du musst aber einen Wurf schaffen gegen ihn. Genau, du schaffst. Guck du doch bitte gleich mal, ob das für unsere Situation irgendwie relevant wäre. Sorry, was soll ich tun? Ich soll dir anschreien. Kannst du plus 4, wenn du mich anschreist? Also du kannst ihn einschüchtern. Dich einschüchtern. Mhm. Damit er sich anstrengt. Genau. Wie du mich gezeigt hast. Sein, für einen Raumkampf ist das. Ich dachte, vielleicht kann man irgendwie das nutzen, um unsere Verteidigung ein bisschen zu bauen. Da machst du einen Wurf auf einschüchtern und was musst du erschaffen? Ich guck gerade nochmal nach, stellen. Achso, sorry, jetzt habe ich dir deine Seite wieder zugefallen. Alles gut. Ich meine, es ist der. Ist, ich meine, es ist der Seitenteil, der irgendwie da drauf steht bei dir auf den Manöver. 318. 218. 318. Genau, also ich meine, das war. Das ist abhängig von Dirks Charakter auch ein bisschen, weil natürlich es ist mal unterschiedlich schwierig, jemanden zu klauen. Boah, nicht wirklich. Also einschüchtern kann ich gut. Ja? Sagen. Ja, ich hab, auf einschüchtern habe ich einen Aufwand von 7. Einschüchtern gegen SG 15, also 17 musst du schaffen. Mhm. Um ihn einzuschüchtern. Plus 7 sollte das doch machbar sein. Ja. Das ist machbar, 22. 22. Ey! Streng dich an! Das hätte ich nicht geschaffen. Okay, Leute.
kriegst jetzt auf den nächsten Wurf dann plus 4. Vor Schreck schießt er schon einmal. Hey, oh Gott. Und alles explodiert. Sind wir schon in der Kampfphase? Wir sind in der Kampfphase, ja. Ich bin jetzt gerade ein bisschen raus. Nee, das soll das Gegenteil, du sollst drin sein. Plus, warte, okay. Ihr denkt an die Buffs, ne? Ja. Hier, du nimmst noch einen dazu. Und du auch, ne? Ja, aber er denkt mal selbst. Das ist der Würfelbecher meines verstorbenen Großvaters. Ich kann das nur noch. 13 plus meine 4, 17 plus der und was du sonst noch hast. Ja. Sashi. In the house. Gib mir auch mal hier den Becher. Ich will mal plus 4. Macht auch einen Kampf. Schade, ja. Schade. Ach, Schade. Okay. Er schießt und singt Baby. Max. Oh. 8 Schaden. Wow. Mal den Becher reichen, bitte. Okay, war das gut so? Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Das Glas nehme ich auch. Den drehen wir auch noch um. Bonus von 4. Rakesh. 14, 18. Mhm. Reicht das? Das reicht. Der Typ hat versaut, hatte keinen Schuss. 8. Und 1. 9. Ah, Crap Baskets. Der ist trotzdem gut. Das ist geil. Wir haben gerade 17 Schaden schon wieder rausgehauen. Du schießt gerade so deinen Namen in deren Rumpf. Rakesh. Okay. Mit nur einem Torpedo. Ich muss ein bisschen die Hotshot-Szene mit Charlie Sheen im Kopf. Maschinengewehr im Dschungel da steht. Werden die Laser da gerade im Triolentakt abgefeuert? Gut. Kommen wir zur Ingenieurphase. Da will ja keiner, deswegen direkt in die Pilotenphase wieder. Haben die keine Ingenieursphase eigentlich, nach diesen 17 Schadenspunkten, die wir hier reingeschossen haben? Das sind ja nur ein Mannschiff, oder? Ja. Ja, ja. So viel können sie vielleicht nicht machen. Vielleicht machen sie auch die ganze Zeit. Schaden haben wir schon gemacht. Du hast 8 gemacht und ich 9. Immer noch am Leben. Also, wir sparen uns die Buffs auf für die Offens, ne? Ja, wenn du sagst. Ja. Wenn du das sagst, Kapitel. Ja, du bist der erste Auto da. Was für eine 15? 15. Insgesamt? Mhm. Eine 15. Dann darfst du dich als erster bewegen. Oh! Shit. Okay. Okay. Also es muss sich durchfliegen Manöver machen. Oh ja? Gott, das ist das, was ihr was Dick prophezeit hast. Ich kann doch gleich. Gibt's einen Unterschied? Du kannst auch versuchen zu gleiten, klar. Gibt es einen Unterschied, wie schwierig die Manöver sind, wie ich dafür brauche? Ja. Hast du dir die nächste Seite nicht ausgedruckt? Nee. Super. Gleiten ist eine Schwierigkeit von Gleiten wäre eine 12 und hindurchfliegen wäre 14. Dann nehme ich doch Gleiten. Machst du mit 17, meine ich. Würde ich dafür gerne den würde ich dich gerne buffen. Ja, hier, da seht ihr meine Bauchbinde. Jaden Corrin, Pilot. 12 und er hat einen 6er Bonus. Okay, ja, nee, dann das schaffst du. Es tut uns übrigens sehr leid, dass wir ab und zu hier mal ein paar Regelsachen nachgucken müssen. Das ist auch für uns so die erste ambitionierte Starfinder-Runde. Richtig. Aber ich glaube, wir haben eine Testrunde gespielt, aber ja, genau. Wir ab und zu müssen wir ein bisschen was nachgucken. Marcel, dementsprechend. Würfel bitte. Jetzt also gleiten. Geschafft. Er versucht mit Gleiten, vielleicht beschreibst du kurz, was das ist. Genau. Ich glaube, es ist, also ich kann diagonal quasi straighten, ne? Ja. Genau, du kannst maximal nach vorne, 1, 2, 3, 4 oder was? 4 Felder kannst du dich maximal bewegen und kannst dich danach nicht mehr bewegen. Ich kann auch rückwärts gleiten? Nein. Du kannst dich nur in eine der beiden nach vorne angrenzen. Danach nicht mehr bewegen? Genau. Und die fliegen ja noch, ne? Die fliegen noch. Die können sich auf der Stelle drehen, ne? Ja. Das ist völlig egal, die kommen hinter dich. Warte mal. Die können sich 12 bewegen und auf der Stelle drehen. Es ist massig. Wie kann ich gleiten? Warte mal. So, ne? Ja. Mhm. Also wir wissen bei dem einen... 4 Felder. Kann ich. Ja. Oder muss ich? Nein, kannst du. Aber du kannst dich danach nicht mehr drehen. Aber dann gucke ich ja auf die Spitze. Geht nee, das? Nee. Du bewegst dich so und jetzt, genau, einfach parallel. Ah. Das geht ja. 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 Dieser Lederjacke. Aua. Okay, der... Mir ist schon super. Der jetzt direkt neben euch steht, der geht auf ein Feld zwischen euch, hinter euch. Genau das. Hast du eben den Straight-Modifikator alt gedrückt, damit du seine Fliegen... Und der andere? Hier oben. Und der andere bewegt sich so rum, dass er da oben steht.
Nee, weiter. Bei euch auch nur ein Feld dazwischen. Noch ein weiter? Da. Oder auf euch, genau. Mhm. Alright. Ja, okay, also ich sag, wie es ist. Unsere Steuerbordschilde sind ein bisschen angesenkt. Mhm. Aber, das ist nicht so witzig. Ach, dann ist noch alles top. Ja, ach, dann ist noch top. Er muss auch eine 17 oder 18 knacken. Also ein bisschen größer. Schieß mal hier auf den kaputten. Genau. Nimm dir aber volle Buffs. Genau, und. Nimm alles. Ja. Kann er auch beide nehmen? Kann er beide Schiffspass nehmen? Nein, immer nur einen. Die Frage ist, ob ich dich einschüchtere oder ob ich dich motiviere. Wie du willst. Einschüchtern ist plus 4 und motivieren ist plus 2. Genau, aber einschüchtern kann. Das war nämlich, dass du kannst. Achso, einschüchtern konnte ich jetzt. Aber pro Kampf jeden Charakter nur einmal. Das heißt, ihn habe ich eingeschüchtert, ich könnte jetzt auch nochmal Rakesh einschüchtern. Genau. Ja, hau raus. Aber ob das ich bin da oben lachend im Turm. 9 plus 7. Was muss ich schaffen? Eine 10? Um ihn einzuschüchtern musst du. War das eine 15, glaube ich? 15 plus den. 16. Nee, 16 also ich, war's bei dir? Ich hab genau 16. Es kommt eine 15 plus den entsprechenden Modifikator, ist das, ne? Genau, das ist ein plus. Ach, shit. Ja, mein Modifikator ist schlecht. Ach so. Oder warte mal. Nee, das ist. Da falsche Richtung geblättert. Also ich habe auf jeden Fall eine 16 gewürfelt. Ich habe dein Handy geladen. Können wir kurz im Chat holen, solange das dauert? Ja, 25% sollte reichen. 16 musst du schaffen. Ja, da. Habe ich geschafft. Dann hast du ihn... Ey! Oh! Von da oben fällt ihm irgendwas runter. So eine Cola-Dose oder so. Hallo Chef. Ich merke, meine Einschüchterung einfach nur laut schreien funktioniert anscheinend. Ich konzentriere mich. Welchen soll ich abknallen? Den habe ich schon hart. Der ist ja schon hart verletzt. Hier haben wir 17 Schaden drin und hier nichts. Reduziere, was du reduzieren kannst. Ja, dann auf den, den wir bereits getroffen haben. Ich nehme auch noch den Bonus. Mhm. Jawohl. Und das heißt, ich habe einen 4er-Bonus plus einen 4er-Bonus, einen 8er-Bonus. 15, Alter, was geht denn? 23, schon wieder getroffen. 5. Ist doch klar, dass du triffst, du bist Rakesh, Alter. 9 Damage. 9 Damage ist ja, das ist Feierabend. Okay, während du schießt, von der Steuerbordseite kriegt ihr auch wieder geschützt. Aber ihr seht, oder du hast halt dein Ding und siehst aber auch, dass der scheinbar auch schießen will, aber die Schütze nicht mehr funktionieren bei ihm. Von ihm? Von ihm, genau. Ah. Aber er eben so angesägt war. Ja. Wenn ich gucke, nehmen wir vor, bei ihm nichts kommt. Er sieht, ob ich wenn er Lippen lesen kann, sieht er, wie ich Baby mitsinge. Voller Raketenpumpe und die Maus in Stück Kreise. Genau, und ihr kriegt von der Steuerbordseite, kriegt ihr 6 Schaden. 6 Schaden, also sind unsere Schilde weg und wir haben noch 3, dann, die dann... Nee, und dann kriegt ihr 3 Schaden und zwar eure Rumpfpunkte sind eure Trefferpunkte. Also hier ist jetzt 0. Oha. Wo ist die 0? Gibt's eine 0? Nee, ne? Nee. 20. Unsere Rumpfpunkte sind unsere Trefferpunkte. Genau. Da haben wir 55. Genau, und da gehen jetzt 3 von weg. Ja. Ja, das sollte nicht zu oft passieren. Ach. Ja, nicht. Kann er wieder reparieren? Hier, es gibt eine Spalte mit aktuell und eine Spalte mit Gesamt. Ja, sorry. Oh, Liebe. Entschuldigung. Alles gut. Spalte. Wir sind getroffen. Ja, da ist das. Okay, genau. Das hat ganz schön gerumst irgendwie. Ist doch alles gut, oder? Ist alles gut, Jungs. Entspannt euch. Die Steuerbordschilde sind ausgefallen. Ich dachte, ich sag's euch. Ich mach kurz einen Alarm an. Ich brülle auf. Es ist egal, ich mach's alles kalt. Und dann mach ich den Alarm wieder aus, weil Caleb schon böse zu mir rüberkommt. Caleb. Caleb. Genau. Ja, auch wenn ich ganz kurz, auch wenn Jado laut geburtet hat, alles Gutes, frage ich gerade mit meiner telepathischen Fähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, einfach kurz den Caleb auch nochmal, ob er auch denkt, dass alles gut ist. Okay, das ist tatsächlich dann jetzt auch für mich die erste Erfahrung darüber, dass du das so. Ja, ich kann das. Derartig ja. Kannst, dass du nicht irgendwie so ein bisschen. Entschuldigung. Bin also kurz überrascht. Ich mache mir eine Notiz. Keine Antwort. Und er hört nur nicht. Der Spinner kann Gedanken lesen. Ich kann ja nicht. Er kann nicht Gedanken lesen. Er kann dir nur was sagen. Er kann mir sagen, ist alles okay. Und jetzt ist. Und du kannst antworten. Du kannst also da antworten. Ich kann das auch lesen. Durch seine telepathische Verbindung kann ich lesen. Genau, er kann kommunizieren. Er kann auch mit mehreren gleichzeitig. Du liest ein Nicken. Okay.
Okay. Aber kann er. Er kann auch mit mehreren gleichzeitig kommunizieren. Ja, warte, Frage. Hat er Zugriff auf Buddys Gedanken oder kann. Nein, das ist quasi nur eine direkte der Kommunikation. Okay, das genau. Ist nur ein Liebe, diesen Charakter. Genau. Und aber der übelste Socializer. Könnte theoretisch mit allen gleichzeitig kommunizieren. Das ist aber genauso anstrengend wie. Wenn ihr jetzt gleichzeitig irgendwie einreden würdet. Also wenn ich jetzt verschiedene Kommunikationen... Genau. Was ich nicht weiß, ist, ob ich eine Gruppenunterhaltung in meinem Geist starten kann. Schön. Du kannst quasi alle was fragen und dann... Wo alle, aber ob ich auch machen kann, dass sie sich untereinander hören. Das kannst du, glaube ich, nicht. Ich glaube nämlich nicht. Dirk, nur ein Dirk guckt gerade in meinem Kopf und sieht, wie ich mir die nackte Saleen vorstelle von Anfang an, wie sie im Cockpit rumliegt. Die Maus? Ja, du andere ihre Art. Es ist eine verrückte Welt, in der wir leben. Ja, verschließ dich nicht von Neuem. Wäre ein bisschen toleranter. Während der andere ihre Art einfach so über den Haufen schießt. Das ist ja irgendwie ich schieße überhaupt nicht, ich fliege das Ding nur. Ach, ich fliege nicht. Ja, am Fliegen. Ja. Genau. Willst du jetzt versuchen, deine Schilder irgendwie um... Okay. Aber ich würde dir auf jeden Fall jetzt den Bonus geben wollen, weil wir kämpfen nur noch gegen einen. Es wäre extrem geil, wenn beide jetzt schießen. Du kriegst auf jeden Fall diesen. Du kriegst auf jeden Fall. Ups, muss er. Du kriegst auf jeden Fall diesen Bonus und ich würde dir auch. Du kannst ihn auch anschreien. Nee, nur zweimal. Ihn habe ich noch nicht angeschrien. Einmal pro Charakter. Er kann Leute anschreien, einmal pro Charakter. Ah, ja. Plus 4 Bonus. Also er kann wahrscheinlich immer schreien, aber es wirkt nur zweimal. es wirkt einmal pro Charakter pro Kampf. Okay. Also schreist du mich an. Das ist eine 15. 16 nicht. Achso, ich dachte, das hängt auch noch von dir mit ab. Nee. Ich hätte nämlich sonst gesagt, Jado, du weißt, wer dich bezahlt. Ich dachte, ich hab die Kohle schon und kann mir nicht passiert das gar nicht. Ja, dann mach deinen Wurf. Ein schüchterner, denkt auch sonst nichts. Sorry. Das macht nichts. Was hier? 11. Plus halt die 6. Und haben wir einen Bonus mit dir gegeben, also eine 18. Dann beweg dich mal. Nein. Was? Jetzt? Fuck. Was haltet ihr jetzt von einem K-Turn? Aber ist egal. Ich kommuniziere mit euch, weil. Mach einfach mal. Also versuchen wegzufliegen. Aber eigentlich ist es egal. Eigentlich ist es egal. Es ist doch noch 1 gegen 1, der kann sich besser manövrieren als du. Ja. Blick einfach irgendwo dahin, wo die Zuschauer es gut sehen können. Ich spiele ein bisschen für die Show hier. Ja, genau. Schön in die Kamera. Los, komm. Dreh dich nochmal. Jawoll. Ja. Soll ich wieder hinter uns stellen? der haut ab. 12 bewegen, ne? Ja, der haut ab. 5 nach vorne. Nein, der gibt 5 nach vorne. Ne, 5 Grad nach vorne. Also von da. Ja. Dreht sich. Und haut ab. Jetzt guckt er auf Ecke. Nochmal 3. Jetzt guckt er auf Ecke gerade. So? Ja, genau. Ja, so. Nochmal ein und dreht sich auf euch. Auf Steuerbordseite wieder. Oh, fuck. Ja, das war. Genau. Und jetzt könnt ihr. Ja, ich nehme mir mal einen Bonus. 4. 14. Captain Deliver. Deliver. Nach 18 reicht, ne? Also, ich komme wieder auf einen. Die haben auch einfach keine Lust mehr gegen mich zu kämpfen. 8 Schaden. Der. Hör nicht auf! Schon deine Turmscheiben sind schon voller Blut, voller Mausblut. Und Mauseinzelteil. Er ist einfach komplett in so einem Modus drin gerade. Der scheint auch geschockt zu sein und schießt komplett daneben. Ja. Und schafft noch nicht mal mehr irgendwie. Ich dachte nicht, wie ich deine Freunde getötet habe! Und du triffst ihn natürlich auch? Erinner dich an meinen Namen! Rakesh! Das heißt, er soll überleben? Bitte? Das heißt, er soll überleben? Er soll seinen Namen in die Außenwelt ballern. Na okay. Gut, dann wären wir jetzt in der Ingenieur- bzw. Steuerungsphase, wenn ihr nichts Ingenieurtechnisches machen wollt. Ich meine, letztlich ist es egal, wie wir stehen. Rakesh, dann kann ich sowieso schießen. Mach mal was mit den Schilden. Ich repariere das. Ich habe ja. Ich würde auch gerne schießen. Technik habe ich 7. Ja, Buddy fliegt es. Technik habe ich 7. Ich kann dann gleich fliegen. Ich sitze ja am Co-Pilotensitz und könnte dann. Okay. Also, wenn Buddy gleich besser ist, kann er dich auch in eine Schießposition bringen. Es ist super ärgerlich, dass wir nur nach vorne Kamera haben. Du kannst doch jetzt zu mir hoch. Komm her, ich töte die anderen. Da oben war natürlich die Gradturm. Also, ist schon ganz geil. 360 Turret OP, please nerf. Ja, Flo? Lass mich mal das gucken. Komm, Flo ist dein letzter. Flip, 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 flip. Schon 8 sitzen. Flip, 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 flip. Er will doch die Schilde um. Ja, genau. Also reparieren will ich. Kann ich reparieren oder kann ich nur Schilde Energie verteilen?
Aber eigentlich müsste ich mehr Sympathie mit dem Spieler haben. Ich bin selber Spieler und ich hasse immer Spieler, die dann zu selbstbewusst werden, wenn sie zu gut würfeln. Aber wenn wir einen guten... Aber es ist mir halt auch noch nie passiert. Wenn wir einen guten für Computer. Wenn wir einen guten Flugwurf hinlegen würden. Ja, 7. Dann könnt ihr auch so nicht auf den schießen. Ja. Eine 12? Genau, dann kannst du die Schilder ausbalancieren. Okay. Jo, hallo. Habe ich sogar natürlich. Genau, das heißt, du kannst die jetzt neu verteilen, die übrig gebliebenen kannst du jetzt neu verteilen. Dann gebe ich hier. Und musst wieder mindestens, du hast ja noch 20, ne? Mhm. Das heißt, es müssen jetzt mindestens 2 Achso, hier ist in jedem Schildquadrant sein. Der orangene Würfel war der andere. Genau, den kannst du jetzt wieder neu verteilen. Also kannst du 5, 5, 5 machen. Ja, 5, genau. Ungefähr. Und du fliegst dann in der Zeit. Ich fliege, das heißt, jetzt mache ich... Genau. Den Steuerungswurf. Willst du den Bonus nehmen? Ich nehme mir dafür auf jeden Fall einen Bonus. Ich tippe den Befehl aber mit dem Mittelfinger in die Konsole. Kann ich mich selber anschreien? Nee, kann ich nicht. Das kannst du nicht nehmen. 16, 17 plus meine 2, 19. Oh. Ja. Er bewegt sich zuerst. Oh, Buddy. Was ist richtig nass? Und Einsparungsmöglichkeiten bei Kapitänen. Ein geradeaus. Nach links. Also er dreht sich auch nach links. Und bewegt sich voll nach links. Also noch 10 Felder. 6, 7, 8, 9, 10. Er will abhauen. Ja, hinterher. So, ich kann so. Kann ich mich freidrehen? Ja. Nee. Ein. Also zack. Genau. Zack. Das ist jetzt 4, 5. 6, wie weit geht der Winkel? So, also das ist quasi... Das ist vorne quasi... hier drin, ne? Also genau, 2 nach vorne und ein Ring. Was hatte ich jetzt? Das war 7? 2 noch, ja. 2 noch, 7, 8. Das heißt, jetzt wäre er vorne drin und ist auch in Reichweite. Genau. Wunderbar, das heißt... Beide können schießen. Beide können schießen. Dick, willst du dir einen Bonus nehmen? Mal, glaube ich, die höheren Chancen. Aber du teilst mehr Schaden aus. Das wird ja erst das am Ende. Das ist ja eh am Ende erst. Ihr schießt beide. Naja, aber wenn der trifft, meine ich, dann teilt er den größeren Schaden. Ich habe nur 2W4. Aber vielleicht ist es genau der letzte, der fehlt. Ihr würfelt jetzt gleichzeitig. Du musst ich habe auch noch einen Würfelbecher für jemanden. Wer kriegt jetzt den Buff? Achso, nimm du ihn dir. Ich habe einen Dreierbonus. Was mit dem Zweierbuff, den kann er jetzt nicht geben, weil er geflogen ist. Das heißt, du hast jetzt einen Zweierbonus, ne? Also ich habe Geschicklichkeit ein und ich habe... Jetzt hinein, genau. Ich habe eine 12, eine 15. Ich habe nur eine 15. 7. Eine 7. Die 15 trifft. Alter, Cash. 6. 2, wieder 8. Der Typ hat auch einfach keine Ruhe. Also es ist noch nicht so gut hier mit dem Schießen. Steuerung. Also jetzt ist wieder der... Sieht er wieder mitgenommen aus? Mit nach der Nachbarn? Der sieht komplett mitgenommen aus, ja. Vielleicht kann ich nicht mehr so weit fliegen. Jetzt ist wieder die Pilotenphase. Jetzt wäre es geil, schlecht zu würfeln, um echt zu sein. Ich schalte die Kontrollen wieder rüber zu Jado. Nee, wobei, ist egal. Schlecht würfeln? Nee, ist egal. Plötzlich, guck mal, du bist zwei erzählt. Ist egal, genau. Ah, wirklich schlecht. Achso, ich wollte dich vorher einschüchtern. Zu spät. Kannst du auch nicht mehr. Du hast schlecht gewürfelt, was hast du gewürfelt? 5. Und dann habe ich noch plus meine 6. Elf. Also kommst du auf 11. Yes. Ja, dann darfst du dich zuerst bewegen. Wie schön. Jetzt könntest du überlegen, ob du stehen bleibst. Obwohl, warte mal, wenn er abhauen will, dann geht er durch. Also ein paar nach vorne fliege ich. Ist aber egal, wenn er abhauen will, so, dann haut er halt ab. Also außer dem irren Typen, der im Pilotenturm sitzt, im Maschinengewehrturm. Ich weiß nicht, wie blutrünstig ihr seid, so, aber... Genau, und er bewegt sich jetzt 6 Felder nach vorne. Ist er raus aus der Reichweite für uns? Die Lenktorpedos haben 15. Die Lenktorpedos können immer noch. Genau. Oh, kennen wir noch einen Zweierbonus hier? Du kriegst den hier und ich versuche dich zu motivieren, indem ich dir sage, dass ich werde das weitertragen. Deine Schuppen sind zu glänzen. Deine Leistungen werden vermerkt. 12. Also ihn einfach unterstützen. Reicht ja schon. 10. Ja. In deiner... Oh, das interessiert mich aber gar nicht so. 6 plus 6 sind 12. Reicht nicht? Reicht nicht, nee.
In dem Moment schießt er das erste Mal daneben. Warte mal, du. Aha, okay, da ist man einmal nett. Ja, hast du verloren. Das müssen die gar nicht wissen, dass ich das hier mache. Die normale Corporation hat davon nichts zu hören. Aus der Ermunterung wird auf einmal eine Einschüchterung, weil du denkst jetzt, ich trage das jetzt weiter. Ja. Plus zwei. Ja, plus vier, meine ich. Leute, kann ich auch noch schießen? Oh Gott! Du kannst mal schießen, ist auf den Geschmack gekommen, Leute zu töten. Erste Boy hier voll viele Friends da und so. Und jetzt. Ja. Irgendjemand hat Justin Bieber eine Pistole begeben. Und er hat Blut geleckt. Little gut, prick. Der ist immer noch ein bisschen. Boy. Ja, er ist halt außer Reichweite. Und er fliegt auch jetzt in der nächsten Runde weg. Und ihr kommt dann nicht mehr hinterher. Mhm. Wobei, doch könntet ihr ja theoretisch. Kann nur 6? Der kann nur 6 und ihr könnt 8. Ja. Also? Ja, wir lassen ihn ziehen. Also, lass ihn ziehen? Das ist Pilotentscheidung. Pilotentscheidung. Rakesh jagt dann nochmal. Sie können noch hinterher jagen. Pilot dreht ab. Okay. Gut. Okay, gut. Damit haben wir unseren Raumkampf. Genau. Alle von allen fällt so Last ab. Oi, oi, oi. Ich jag nochmal, also wenn er wegfliegt und wir uns nicht weiter bewegen, seht ihr noch, wie nochmal zwei Torpedos etwas ins Nichts geschossen werden. Warum drehst du ab? Ja. Naja, der wäre ja immer noch in Reichweite. Selbst wenn er. Was ist er jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entfernt. 6 bewegt er sich. Kannst du nochmal schießen? 14, du kannst nochmal schießen. Gott. Ja, schieß nochmal hinterher. Tut mir leid, dass es jetzt keinen Bonus mehr gibt. 14? Nein. Oh, 14 reicht nicht? Nee, 15. Oh. Aber hast du nicht den hier noch dazu genommen? Ja, dann komme ich immer noch 14. Ich dachte, dann wäre schon so. Nee, genau. Okay. Also er fliegt weg und es ist halt haarscharf. Also ja. Vorbei, das so eine. Okay. Ja, oder? Ein Meteorit geht quasi zwischen die Torpedos und haut den. Haut, nein! Haut die Maus weg. Haut den. Haut den ja, ich lasse unten so die Konsole so. Genau, das heißt, erfolgreich seid ihr jetzt in der Despora angekommen. Mhm. Und ich würde sagen, wir atmen einmal kurz durch ja. Und machen nochmal eine kurze Pause und sind dann gleich wieder da.